und dass es schließlich ruchbar und gefährlich werden könnte, wenn man so viele Leute zusammenführte, beschränkte man sich auf 32 Subjekte im Ganzen, die Erzählerinnen inbegriffen, nämlich 4 Erzählerinnen, 8 junge Mädchen, 8 junge Knaben, 8 Beschäler mit ungeheuren Gliedern für die Vergnügungen der passiven Sodomie und 4 Dienerinnen. Aber man wollte von jeder Klasse Ausgesuchtes. Ein ganzes Jahr verging über den Vorbereitungen. Man gab dabei immense Summen aus und folgende Mühe wendete man für die 8 jungen Mädchen auf. Um alles zu bekommen, was Frankreich an entzückendsten bieten konnte, wurden 16 Kupplerinnen, deren jede 2 Helferinnen mit sich führte, in die 16 Hauptprovinzen Frankreichs geschickt, während eine 17. in derselben Absicht nur in Paris arbeitete. Mit jeder dieser Kupplerinnen wurde ein Rendezvous auf einem Landsitz des Herzogs nahe bei Paris vereinbart und alle sollten sich hier in derselben Woche treffen, genau 10 Monate nach ihrer Abreise. So viel Zeit gab man ihnen für das Suchen, jede sollte 9 Subjekte bringen, was im Ganzen 147 Mädchen ergab. Und von dieser Zahl von 147 sollten nur 8 erwählt werden. Es war den Kupplerinnen aufgetragen worden, sich nur an vornehme Geburt, Tugendhaftigkeit und größte Körperschönheit zu halten. Sie sollten ihre Nachsuchungen hauptsächlich in ehrbaren Häusern anstellen und man nahm von ihnen kein Mädchen an, das nicht erweislich geraubt worden war, entweder aus einem vornehmen Klosterpensionat oder aus dem Schoße ihrer Familie, und zwar einer Familie von Rang. Alles, was nicht überhalb der Klasse des Bürgertums war und was in den höheren Ständen nicht sehr tugendhaft, jungfräulich und vollkommen schön war, wurde unbarmherzig zurückgewiesen. Spione überwachten die Kupplerinnen auf ihren Streifzügen und informierten sogleich die Gesellschaft darüber, was diese taten. Hatten sie die gewünschten Subjekte gefunden,